nichts gesagt, ist nichts gelogen. Ja. Schönheit muss gelitten haben. Ich habe heute noch Schmerzen. Aber kannst du ja auch nicht zu viel uns wirklich haben. Seit dem Krieg wissen wir ja, Herzbrot ist nicht hart. Aber kein Brot, das ist hart. Ja, aus einem Blechli gibt es ein Bächli, ganz viel, ja. Rüebli fürs Bübli. Hä? Hat die Großmutter ein Rädchen gemacht, gell? Wäre sie ein Schäser gewesen. Das geht auf kein Kuhhaut. Wurst und Brot macht die Bäcker rot. Also jetzt ist dann der Zapfen ab. Ja. Die Dame. Oh, jedes Bündchen gibt ein Tündchen. Wir haben eine lustige Idee gehabt, und zwar haben wir gefunden, wir könnten die besten Sprüche von unseren Grossis sammeln. Und wir haben darum da während der Sendung jetzt schnell einen Aufruf gemacht. Der Manuel Rotmund hat ein paar Mails bekommen jetzt, gell? Ein paar. Wie viel hast du bekommen? Komm, wir gehen. Ich kann es nicht mal zählen. 70, 8. Ich kann mal zwei vorlesen, die wir bekommen haben. Und zwar, das hat uns Jasmin aus dem Kanton Graubünden geschickt. Habt ihr gerade die Ohren geschält? Ich wollte dir gerade auch anrufen. Ja, das ist auch einer, den kennen wir. Dann ein schöner, den wir bekommen haben von der Regula aus Rüneberg, Basel-Land. Wenn jemand nicht mehr ganz 100 ist, dem oder der läuft einer auf dem Estrich rum. Finde ich sehr schön. Oder in der Not geht die Wurst auch ohne Brot. Sandra aus Bern hat uns einen geschrieben, wo sie zum Grossi gegangen ist. Ein Glarner Grossi, schreibt sie uns da. Und ihr gesagt hat, du, ich bin schwanger, sagt ihre Großmutter, da braucht sie auch nur eine schwache halbe Stunde. Und mein absoluter Liebling ist der von der Elena aus Basel. Sie schreibt, ihr Grossi hätte immer gesagt, jedes Böndli gibt ein Tönli. Ja, das wissen wir alle. Das ist übrigens auch immer ein grosses Vergnügen für mich, wenn ich hier in der Kantine aussuchen kann, was ich esse. Und dann schaue ich schon immer, dass auch noch ein Böndli dabei ist. Das finde ich gut. So fürs Klima auch zwischen uns. Und aus diesen Sprüchen machen wir jetzt ein grosses Video mit den besten grossen Sprüchen. Wenn ihr auch noch ein paar habt, dürft ihr gerne Kommentare unten rein tun. Wir machen wahrscheinlich mehr wie ein Video, weil es sind so unglaublich viele Sachen reinkommen. Was brauchen wir noch? Kostüm? Kostüm. Jawohl. Kostüm brauchen wir noch. Wir haben eine Kostümabteilung im SRF. Kannst du nachher schnell gehen? Ja. So, da sind wir jetzt also in der Kostümabteilung. Und jetzt schauen wir mal, was es hier alles hat. Jetzt Folklore-Sachen, Mäntel, Winterjacke. Dann sind wir hier bei Blazer, Jacke, Cocktailkleider, Mehrteiler, Kleider ganz normal, Overalls, Latzhosen, Schippet da, dann Blusen, Shirts. Und jetzt schauen wir mal hier hinten. Voller Schmuck, die ganze Wand. Und wenn wir da noch ein bisschen weiter hinten laufen, dann kommt der absolute Hammer, wo jede Frau durchdreht. Oh my God. Und zwar oh my God. Eine ganze Wand voll Schuhe. Bis unter die Decke. So viele Schuhe. Oh my God. Und aus diesen ganz vielen Kleidern hier suchen wir uns jetzt etwas raus für das nächste Video. So, der Manu ist bereits in den Kostüm und hat uns Sachen geholt. Der Fabio Nei hat schon das erste an. Schau mal, was ich für ein Sugar-Daddy bin. Candy. Und jetzt muss ich auch noch etwas anlegen. Und das Schlimme ist... Es wird so schön, ich habe dein Outfit schon gesehen, Spatz. Es wird so schön. Hey, wir haben eine Garderobe im SRF. Wieso haben wir eine Garderobe hier unten? Ja, zum Sport machen. Sport? Joggen und Turnen und fit in die Urnen. Okay. Ich will ja nicht sagen, ich sehe scheiße aus, aber... Der Nächste, was hat es gesehen? Gut aus, hau ich mit der Tasche! So fangen ganz, ganz schlechte Granny-Porn noch an. Wo darf ich sie hinschieben? Hallo! Hallo! Die schauen gar nicht komisch. Nein! Nein! Ich muss, was mache ich für eine grosse Stimme? Du! So, ich blende oben so ein Schriftding, so, war Diskuswerferin in der DDR. Weil wenn du den Hund auf die... heute ein Rappen, morgen ein Rappen,
gibt eine schöne Zypern. Dann, weißt du, ein Teufel ein Ohr abgelogen. Ja. Hä? Ein Teufel ein Ohr abgelogen. Jetzt mal zum Doktor. Aus einem Lächeln gibt es ein Bächlein. Aus einem Lächeln gibt es ein Bächlein. Und wenn ich den anschaue, muss ich lachen. Also warte, nein, warte jetzt, warte, komm, du gehst schon, gut. Ja, und aus einem Lächeln gibt es ganz viel. Ja, und... Ja. Musst du aufs WC, oder warum tönt das so? Du, ich glaube, du solltest mal zum Doktor. Wo hockt er? Das darfst du ja nicht laut sagen, aber... Fremde Pflumes. Noch den verdammten Hut runter. Schon mal noch den verdammten Hut runtergelegt. Vater, bring mal den Hut. Danke, du bist ein Kavalier. So, wir haben fertig gedreht. Ein Teil von uns ist bereits wieder umgezogen. Die, die es nicht so gerne angehabt, ich kann es einfach gerne an, weil... Muss ich ja sagen, oder? Ich kann es tragen, ja. Ich kann es tragen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst einen Kommentar da unten. Vielleicht haben ihr sogar auch noch ein paar grosse Sprüche, die wir bei meinem nächsten Video tun sollten. Der Manu kann ja kaum darauf warten, die Kleider nochmal anzulegen. Und ja, würde euch sehr freuen, wenn ihr dann wieder schaut. Tschüss!